So, das Spiel M3 und weiter geht's mit Let's Play Brickforce auf einer schwarz und weißen Schachbrett-Map. Wow, das leuchtet ja hier. Die Map heißt, wie heißt sie denn? Geistlande. Und ist irgendwie krass von der Farbe her. Und ich glaube, da wird es auch einige Kills und einige Tode geben hier. Und zwar ziemlich schnell. Weil die Map ziemlich klein ist. Aber man auch irgendwie sich ein bisschen verstecken kann. Was? Oh! Von wo? Was kann ich nicht hier machen? Ich kann hier... Oh! Irgendwo hingehen. Nur wo ist die Frage da? Irgendwie... Irgendwo muss es da nach oben gehen. Oh! Nein! Ein Klon von mir hat mich getötet. Wie kann er das nur machen? Irgendwo muss es... Oh, nein, 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 nein. Ich mag das nicht. Manchmal... Oh, manchmal leckt's. Und dann sieht man später noch, wer einen gekillt hat. Und das hindert einen dann daran, dass man richtig zielt. So, hier geht's... Oh, was haben wir hier hinten Feines? Oh, Schachbrett. Wie ist der darauf gekommen? Aber hier kann man... wenn sich der so schnell verschüsst, hat der bestimmt die Sniper. Ja, was tut sich so in Brickforce? Hier haben wir ja die Cyrus gekauft, aber haben wir jetzt gedacht, sehen wir nochmal eine andere Waffe. Hier die Beacon, wegen den 5 Schuss, die sie mehr im Magazin hat. Dachte mir, vielleicht kann mir das auf dieser Map nützlich sein. Oh, der ist sicher schon reingelaufen. Oh, und lässt uns jetzt eine Granate hier für oben da. Man kann sogar aufs Dach in den Geist landen. Oh, da hinten geht die Party ab. Oh, da... Ah, leer, 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 leer. Ich hasse es. Wo bin ich? Was? Wieso liegt die Leiche da noch herum? Wir sind jetzt extra sogar auf Play 02 gegangen, wo noch kein Server offen war. Ich weiß nicht, ich glaube... Raum Nummer 8, also 7 Server waren offen. Wo ist der jetzt hin verschwunden? Der Kollege. Oh. Weil es leider wieder ein bisschen angefangen hat zu laggen. Das ist so uncool für Let's Plays. Deshalb gehe ich immer einfach auf... Oh, komplett leere Server. Das scheint wirklich das Problem zu lösen. Lösen. Wo kommen da die ganzen Granaten? Oh, ah, wo falle ich hin? Oh, kommen da die ganzen Granaten her? Und dann gibt es auch eine Vorschau von Brickforce auf das Jahr 2013, was da noch so kommen wird und soll. Oh, oh, jetzt kommen da einige Granaten, die nicht für mich gedacht sind. Wow, 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 wow. Ah, da kann man sogar... Hinter das Haus, hinter das Haus, hinter das Haus. Genau, und es soll das nächste große... Oh, oh, da bin ich zu nah bei dir gespawnt. Ah, das nächste große Add-on soll irgendwie Brick-Saga heißen, sofern ich das... Aus den News... Oh, geh weg! So, wenn ich das aus den News richtig mitbekommen habe. Nein, jetzt schon wieder derselbe. Mr. Spiele, genau hinten bei dem Haus erwischst du mich. Brick Saga soll das Content-Update heißen. Vielleicht... Oh, vielleicht heißt so auch... Verschwinde doch nicht! Die Becken macht irgendwie so wenig Schaden, wenn ich nur so langsam schieße. Boah, da kommen Granaten. Also, wenn das wirklich Brick Saga heißt, dann... Hätte ich schon mal... Wow! Eine Vermutung, was das sein könnte. Weil Saga, mit Saga verbinde ich sofort Fantasy. Und Fantasy? Jo, das wären irgendwie so Drachen. Vielleicht... Wow! Wow! Oh! Vielleicht eine Ritterrüstung oder sowas in der Art. Da ist doch bei der Leiter campt einer, oder? Ich wusste es doch. Verschwinde, Junge. Also wenn das wirklich das nächste Update wäre, dann wäre das für mich natürlich als MMORPG-Fanatiker richtig cool. So ein kleiner Fantasy-Stil. Oh, nein, 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 nein. Wow. Wow, wow, wow. Was hat der? Was hast du für ein Outfit? Das muss wohl das neue Panda-Outfit sein. Denn es gibt auch wieder neue Outfits. Ich muss sagen, es wäre eigentlich auch richtig... Oh, oh, das sind jetzt ziemlich viele, auch links bei mir. Es wäre eigentlich auch richtig cool, auch immer die Outfits zu wechseln. Aber da muss ich sagen... Ach, komm schon. Warum machst du deinen Respawn-Schutz nicht weg? Da muss ich sagen, Outfits zu wechseln... Oh, bringt's für mich leider nichts. Einerseits, wenn es nur kosmetisch wäre für das Let's Play, um dem auch... Oh, Zombie hat die Shotgun. Ich glaube, das ist sogar irgend so eine neue Shotgun. Die müsste ich mir auch holen, glaube ich. Wenn es nur kosmetisch wäre... Und ich das aber auch sehen würde, klar, würde ich auch ab und zu das Let's Play da ein bisschen ändern mit einem anderen Outfit. Aber, und das ist ja das Blöde, ich sehe mich ja selber gar nicht hier. Ich sehe ja meinen Charakter nicht, deshalb lohnt es sich für mich nicht irgendwie ein neues Outfit zu kaufen, wenn ihm ein neues rauskommt. Noch dazu, antesten kann man ja da nichts, weil da geht es ja nur ums Aussehen bei denen. Ich habe mein Outfit und das
Weiß nicht, werde ich vermutlich auch... Nein, wieso lade ich schon nach? Der ist ja noch gar nicht tot. Das werde ich vermutlich auch die ganze Zeit behalten. Ich könnte mir echt nicht vorstellen, wozu ich mir irgendwann mal ein neues Outfit holen sollte. Es sei denn, es kommen vielleicht irgendwelche dazu, die dann was Spezielles haben. Wie zum Beispiel, das eine Outfit gibt mir 10% mehr Munition auf die Hauptwaffe. Und dann gibt es vielleicht was anderes, was mir... Wo ich mich entscheiden muss, was mir dann zum Beispiel für die Sekundärwaffe oder so mehr Munition gibt. Oder irgendwelche anderen Sachen, die erhöht werden. Da könnte ich mir überlegen, umzuwechseln. Aber im Prinzip ansonsten... Oh, da oben! Da oben ist er auf unserem eigenen Dach! Alter Schwede! Ansonsten könnte ich mir nicht so wirklich vorstellen, was das für einen Sinn haben sollte. So, komm jetzt her da! Wo ist der? Ganz gemütlich und chillig steht er da! Alter, wenn ich von ihm gekillt werde, dann laufe ich doch da sofort wieder zurück und versuche mir den zu holen. Eigentlich hätte ich mir gedacht, jetzt irgendwie das tut in den Augen weh, diese Map, aber es ist gar nicht so schlimm, finde ich. Oh, das war jetzt, glaube ich, Granatenverschwendung, aber doch, ein bisschen was hat es getroffen. Das Dach gefällt mir hier, dass man da so ein bisschen rein kann, aber auch gleich wieder raus. Boah, naja gut, ein bisschen schwer kennt man die Leute schon, zugegebenermaßen. Aber ist mal cool, so eine Schwarz-Weiß-Schachbrett-Map. Oh! Achtung, Attacke, ich komme runter, wenn du die Granaten wechselst. Das wusste ich nämlich. Ich bin nämlich Uri Geller. Wie viele Leute... Oh, wie viele Leute sind das jetzt? Kommen mir so wenig vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte eigentlich passen. Oder war er schon down? Und du auch noch und du auch noch. Aber kaum jemand, was mir... Oh, jetzt mal so spontan auffällt. Kaum jemand hat noch... Oh, kaum jemand hat noch die alten Rüstungen. Also die... Oh, 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 oh. Die Militärsrüstungen irgendwie sieht man so selten, sehe ich so selten. Viele tragen jetzt das Astronautenzeugs, die Batman-Mütze, oh, oder auch das Halloween-Zeugs, was ich auch die Maske habe. Aber so diese SWAT-Rüstung kauft sich irgendwie keiner mehr. Wahrscheinlich aus Grund, weil man dann sagt irgendwie, ja, dann schaue ich nicht wie jeder aus, weil eben diese Rüstung eher neuer ist. Aber ich glaube, man kann heutzutage sogar schon genau das Gegenteil bewirken, wenn man sich wieder die Anfangssachen kauft, die aus der Season 1 sieht man sogar noch einzigartiger aus. Noch einzigartiger aus als mit den anderen Sachen. So, was ist jetzt hier los? Aber ich finde es wirklich cool, dass es auch jetzt so viele verschiedene Sachen gibt. Und ich erkenne auch immer die Leute. Ich muss sagen, ja, den erkenne ich dann. Der Mr. Spieler mit seinem Astronautenzeugs. Hier kommen jetzt gleich Granaten hinein. Oh! Oh, die sind alle tot. Oh, okay, also ich glaube, so schnell tue ich mir... Wow, 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 wow. Da ist er doch. So schnell tue ich mir so eine... Oh, schon wieder der hinterm Haus. So schnell tue ich mir so eine Schwarz-Weiß-Map nicht mehr an. Kommt mir ja vielleicht noch epileptische Anfälle irgendwann. Oh, oh. Nein, so knapp, so knapp, so knapp. Killt denn jemand, killt denn jemand. Killt denn doch jemand. Der war doch so... Chilling, du nimmst immer die Kills weg. Oh, 31 Assists hat der Local Host. Das tut mir leid für dich. Aber ich nehme dir die Kills nicht weg. Ich bin einfach schneller. Manchmal nimmt man mir auch die Kills weg, aber da war ich dann einfach zu langsam. Also einfach schneller. In der Mitte sind alle. In der Mitte sind alle. Da sind alle. Noch eine Granate. Noch eine Granate rein. Yes, drei Leute kampieren da. Braucht vielleicht jemand ein Zelt von euren Pfadfindern oder ist sonst alles in Ordnung? Oh. Geht weg, geht weg. Ich habe eine Piranha und ich weiß, dass ich sie einsetzen werde, wenn es hart auf hart kommt. Wow, 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 die Beacon ist uncool. Auf die Distanz. Aber ich dachte eben, wenn das so eine kleine Map ist, werde ich die benötigen. Und ich will auch nicht immer mit der Spider oder mit der Locust spielen. So, euch zwei schnappe ich mir die letzten zwei Kills und das werdet... Nein! Mann, was war denn das am Ende noch? Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Geistlande heißt die Map von Brickmaster. Mit 2a. Und jetzt am Ende mache ich irgendeine zufällige Map jetzt nochmal. Komm hier. Vielleicht diese Map oder vielleicht diese. Oder vielleicht nehme ich diese Map oder vielleicht auch diese Map oder... Ich mache jetzt einfach die Augen zu und nehme
Darkspawn, okay, wenn es denn sein muss. Ich habe wirklich nicht geschaut. Das war eine mit geschlossenen Augen. Kann ich klein schnell noch... Oh. Ich hasse es immer einzuladen, wenn dann die Zeit runterzählt, dann ist es immer schwer, die richtige Zeile noch zu erwischen, aber es ging nochmal gut, es ging nochmal gut. So, dala, auf geht's, Vogeldreck, kleine Ladung bitte. Vogeldreck kommt mir bekannt vor, der Name, der hat, glaube ich, schon ein paar gute Maps gebaut. Ich glaube sogar, nein, Kairan City nicht, aber ein paar gute Maps, auswendig weiß ich es nicht, aber ich habe sie mir alle runtergeladen. Ah, Dark Spawn ist im Prinzip die gleiche SpongeBob-Map, nur in Dunkel. Ich habe hier einen guten Spawn, da schieße ich mir gleich mal. Oder nein, ich mach's mit dem Hammer. Oh, wo hänge ich? Alter, da gibt's noch was, wo man hängen bleiben kann. Okay, ja. Wenn die Scheiben sich nicht gleich einschlagen, dann merkt man schon, was los ist. Oder? Oh doch. Was? Wieso konnte ich die mit dem Hammer nicht wegschlagen? Das ist ja mal ganz uncool. Oh, der wirft Granaten und ich hoffe, dass er nicht reintrifft. Oh, einer hat er reingetroffen. Wow! Geht weg aus meiner Ananas oder wo ich hier gerade bin. Das ist mein Revier. Nicht so... Oh, ja, Revier, was kommt... Was ist das für eine Shotgun, Mann? Die kaufe ich mir auch. Und dann knall ich dich auch mal so weg. Oh, da habe ich zu früh geballert, aber ging nochmal gut. Was ist das für eine neue Shotgun? Die brauche ich. Oh, da oben. Oh, da hinten. Oh, wo noch? Ist natürlich sehr uncool, wenn die Scheiben nicht eingeschossen werden. Oh! Okay, da springen wir jetzt runter. Verlieren dadurch extrem viel Leben. Und du mit deiner Shotgun kannst verschwinden. Oh, da hinten auch. Die ganzen Astronauten hier. Da kommt gleich auch jemand. Komm um die Ecke, bitte. Dreifach Killer, es wird noch der Vierfach. Oh, du warst zu langsam. Hat nicht mehr gezählt, hat nicht mehr gezählt. Das war zu langsam. Mein lieber Scholli. Wo sind alle? Boah, immer von hinten! Ich treffe gar nichts! Mit der Beacon hat man irgendwie immer das Bedürfnis, die ganze Zeit nur drauf zu bleiben. So, der ist jetzt hier, der ist jetzt hier. Wo ist er? Wo ist er hin verschwunden? Nein, hinter die Ananas! Hier ist er! Und da ist er down. So, was? Wir sind im Rückstand? Wir sind im Rückstand, das kann nicht sein. Gebt alles. Gebt alles. Ja, mit der Taste E komme ich darauf. Aber das weiß ich schon, danke, interessiert mich nicht. Stirb, 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 stirb. Nein, er sprintet davon. Oh, dich hole ich mir. Und hier links kommt auch noch jemand. Oh, da war mein Magazin leer. Aber, oh, oh, oh. Ich werde getroffen. Boah, da habe ich jetzt Glück gehabt mit der Shotgun, er schon wieder. So, jetzt. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot, ja. 29. Oh! Der hat sich jetzt umgedreht, weil er wusste, wo ich bin. Der wollte wieder zurückgehen. Das ist schlau gemacht. Nein, schon wieder 2 Kills im Rückstand. Alter Schwede, Leute, holt auf. Das müssen wir noch rüberreißen. Oh! Nein, 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 nein. Von wo? Von wo? Ich sehe es noch nicht. Oh, da kommen 2. Das heißt, ich werfe hier eins rüber, noch eins rüber, dann noch eins hier rüber. Und da kommt er. Da kommt er. Und niemand hält ihn auf. Niemand hält ihn auf. Oh mein Gott, ich mag die Beacon nicht mehr. Beacon, ich mag dich nicht mehr. Ich will dich gegen eine Spider umwechseln, bitte. Oh Mann. Geht in Deckung, geht in Deckung. Irgendwer lässt die Granaten los. Wo gehen die Granaten ab? Wo gehen sie ab? Los, sag es. Wo gehen sie ab? Mein lieber Panda. Du bist down. Ah, jetzt holen sie zu sehr auf. Nein, 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 wir müssen noch mehr Druck machen. Und das finde ich nervt aber. Wieso wird mir das hier angezeigt und dann kann ich nicht sehen, wo ich hinziele? Das ist ja mal extrem nervig bei den Geschützen. Man sollte einfach mal mir zuhören, wenn ich das in jedem zweiten Video erkläre, wie man auf die Geschütze springt. Oh. Dann muss man das hier auch nicht anschreiben. Oder die sollten das einfach im Tutorial erklären. Das muss mir ja nicht die ganze Zeit angezeigt werden. Es wird mir auch nicht jedes Mal angezeigt, dass ich mit der Taste R nachlade. Das finde ich etwas uncool. Nein, da haben wir verloren. Das wollten wir natürlich nicht. Das wollten wir ganz und gar nicht, aber so war es nun mal. Hier, überall der blaue Blitz übrigens. Das ist vom Clan-Logo. Das sieht man jetzt immer hier. Direkt beim Rang, beim Namen und überall. Ja, da hat überall der blaue Blitz eingeschlagen. Ich habe auf Facebook gefragt, welche Farbe ich denn für das Clan-Logo nehmen soll. Und da kam ganz klar blau heraus. Und ja, so viele Embleme gibt es leider nicht.
Das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, das hat vielleicht nicht jeder, das sieht auch halbwegs in Ordnung aus. Das nehmen wir jetzt erstmal. So, das ist die Beacon. Ich schaue mir jetzt mal an, was ich noch so für Waffen nehmen könnte. Ich meine, ich habe ja so viele, aber nicht alle liegen mir, nicht alle liegen mir. Also wenn ich jetzt wirklich einen Favoriten so wählen müsste, wäre das erstmal Spider. Und das wäre, wo ist sie, Locust. Hurricane 4 mag ich auch noch, ist aber eine 4-Sterne-Waffe. Und natürlich auch die Typhoon. Die ist auch nicht so übel. Ja, und jetzt muss ich noch in den Shop schnell mal schauen. Sonderangebote, neue Items. Genau, hier kann ich ein Panda werden. Hui, werde jetzt zum Panda. Aber Waffen, was ist denn da los? Hauptwaffe, schwer. Matiazos Flinte. Hui, hui, hui. Schaden 19? Schaden 40. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Die kann man sogar permanent mit Force-Punkten kaufen. Das ist genial, Omatico. Ah, das ist eine 4 Sterne. Ah, okay. Das ist praktisch die niedrigere Version von der Alligator. Aber die könnte ich mir auch mal holen. Die sieht auch ziemlich fein aus. Hier am Ende noch ein bisschen so designt. Vielleicht hole ich mir die. Mal schauen. Mal schauen. Die ist ja recht billig auch so. Na gut, da Panda werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Das passt erstmal so, wie ich aussehe. So, da wollte der eigentlich... Der wollte in den Clan, natürlich. Dann haben wir alles voll mit den blauen Blitzen. Und die werden beim nächsten Mal auch wieder einschlagen.